So, heute ist Carlos mal nicht mit mir mit, weil wir heute einen Kranauftrag haben und Anna Caroline zum Glück noch bei mir zu Hause ist. Die fährt erst heute Abend. Ja, eigentlich müsste Anna Caroline heute vier große Tuyen für einen Kunden von mir abholen. Die sind 3,50 Meter hoch. Aber ja, das war der Plan für heute Vormittag. Nur ich habe ein bisschen Angst, Carlos jetzt mal so, also erstmal oben in den Halk reinzubuchten und dann eben bei so einem Kranauftrag im Auto zu haben. Das ist blöd, da kann ich mich nicht genug um ihn kümmern. Bei so Rückschnittgeschichten kann ich mit ihm laufen gehen und so, das ist überhaupt kein Problem. Hängt auch immer ein bisschen von der Gegend ab, in der wir eingesetzt sind natürlich. In der Siedlung kann man auch nicht so gut mit ihm laufen, aber meistens wäre er irgendwie ein bisschen außerhalb. Ja, sodass ich mich dann heute entschlossen habe, ihn da zu lassen. Mal gucken, wie das so ist, weil eigentlich kann er nicht alleine bleiben und er ist extrem auf mich fixiert. Aber ich hoffe, Anna Caroline kriegt das in den Griff. Ja, also wie gesagt, heute Kranauftrag. Ich denke, das kriegen wir schon hin. Ich habe keinen, der Erfahrung hat mit Kränen. Das heißt, ich muss den beiden Jungs das beibringen. Unsere Helme sind noch beim Folieren. Das heißt, wir haben auch keinen Funk. Das heißt, ich habe Zeitdruck, wir haben keinen Funk. Die Jungs haben es noch nie gemacht. Wird super. Wird super. Naja, deswegen bin ich natürlich schon wieder um kurz nach 7 auf dem Weg zum Platz, damit ich alles vorbereiten kann. Es müssen noch Platten für die Bühne geladen werden, Abstützplatten für den Halk und so. Ja, heute ist der 8. Mai, Tag der deutschen Kapitulation für alle, die in Geschichte nicht aufgepasst haben. Also heute endete der Zweite Weltkrieg offiziell mit der Kapitulation Deutschlands. Arias Wortfindungsstörungen. Aber naja. So, also Parkmaß. Also, wir haben es hier heute ein bisschen eng, müssen hier zwei Bäume entnehmen. Oha, das wird eine geile Kurve. Mit dem Halk und ja, gucken wir mal, dass wir hier reinkommen. Das wird nämlich schwierig genug. Okay, da ist die Stange, da komme ich nicht rum. Oh, ich musste ein bisschen über den Rasen zirkeln hier, der ist natürlich dummerweise neu angesät. Aber damit der Halk reinkommt, die Jungs schaffen jetzt die Bühne rein. Das ist auch schon sackhaar und dann muss ich hier aufbauen und dann müssen wir die Sachen hinter den Halk legen zum Kran. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Halk aufgebaut, haben ein bisschen Streit mit dem Nachbarn gehabt. Der hat so einen Postkasten am Zaun, da sind wir dran hängen geblieben. Und wir sollen den ganzen Weg einmal neu pflastern, weil wir den hier tiefer gelegt haben. Also hier sieht man eindeutig an den Fugen, dass da nichts passiert ist, dass das war. Das mit dem Pfosten, ja okay, das waren wir, da ist der Kasten hier abgerissen. Hier sieht man ein ganz bisschen an der Fuge, das waren wir tatsächlich. Und dieses hier haben wir auch schief gefahren, er sagt, der ganze Weg ist weggegangen. Auch hier, ne, das sollen wir jetzt alles neu machen. Jetzt wisst ihr, wie mein YouTube-Kanal entstanden ist, heute Morgen habe ich leider nicht dokumentiert, aber ihr seht, hier wächst schon Moos in den Fugen. Das ist nicht wegen uns weggegangen. Aber diskutier nicht. Hier auch Gras in den Fugen. Das waren wir natürlich nicht. Aber wie gesagt, diskutier nicht. Letzten Endes, ja, was willst du machen? Hier ist eine schwere Maschine durchgefahren, ganz klar. Egal, machen wir jetzt neu. Ist so, waren wir nicht. Scheiß drauf. Also diskutier nicht. Aber so ist mein YouTube-Kanal entstanden. Ich habe früher immer die Baustelle vorher gefilmt und nachher gefilmt. Hier auch, hier war ja schon versackt, hier ist dann Beton reingekommen und so. Ne? Das sind Haarsteine, die fährt halt nicht auseinander. Ne? Sieht man ja auch hier in der Fläche, die noch einigermaßen in Ordnung war. Ne? Man sieht keine Spuren von uns. Aber nochmal, diskutier nicht. Ne? Der Nachbar will das neu haben, der Nachbar kriegt das neu. Ist eben so. Ne? So machen wir auch das weg, was wir nicht gemacht haben. Und machen das jetzt dann einfach schick. Er wollte es hinter die Bühne schmeißen, ja. Gut, also wir legen dann jetzt los. So, Pick 1. Markus hat natürlich keinen V-Schnitt gemacht, obwohl er das ja eigentlich kennt. Dadurch mussten wir den Baum abbrechen, deswegen sieht er unten so abgerissen aus.
muss ihn weiter schneiden, ich kann ihn nicht abbrechen. Hab ich ja gesagt, der kippt weg. Das ist so geil, ey. Oh Mann. So, nächster Pick. Nächster Pick. Ich zitter echt wie eine Hure in der Kirche. Also, ich bin nervös wie eine Hure in der Kirche. Das ist nicht lustig. Prozent Capacity. Should have gone bigger. Aber wie gesagt, die drehen sich immer noch weg. Die müssen immer noch höher angeschlagen werden oder tiefer geschnitten. Und es ist immer noch kein V-Schnitt, wie ihr seht. Es ist immer noch ein Stufenschnitt. Das heißt, ich muss die immer noch abbrechen, was für den Kran und für den Baum und für das ganze Totholz drin ungesund ist. Aber es wird, wir kriegen den weg. Wie, wollen wir heute mal nicht drüber diskutieren, aber wir kriegen ihn weg. Schön in die Hydraulikleitung. Jawohl, jawohl. Herrlich, ich bin begeistert. Der Kran geht heute noch drauf. Uiuiuiui. Das Update, der ist soweit abgebaut. Die Bühne war gerade am Ende. Wir kamen da nicht ran, deswegen haben wir durchgetauscht. Marcel ist ein bisschen leichter. Und jetzt versucht Marcel da seinen ersten Schnitt. Erstmal oben. Kriegen wir alles hin. Irgendwann war es für uns alle das erste Mal. Also mit Ruhe und Geduld kriegen wir das alles hin. Sehr schön. Also, Marcel, sein erster Schnitt. Erste Mal an dieser ganzen Geschichte ran. Wird schon. Thank you.
immer so klein aus, die Picks, bis die auf dem Boden liegen. Ne? Wenn die auf dem Boden liegen, sieht man, dass man eigentlich gar keinen Platz hat. Das ist immer so das Problem. Aber wird schon. So, er steht auch schon bereit für den nächsten Pick, sehr gut. Wie immer nicht der Pick, sondern der Platz zum Hinlegen, weil wir nämlich kaum noch welchen haben. Normalerweise muss das Ding jetzt direkt in den Hacker, das wäre optimal. Pick.
Ja. Ah, der kommt weg, glaube ich. Der kippt so ein bisschen rein. Vorsichtig schneiden. Yeah.
Wenn du den jetzt von hinten anritzt, dass er langsam reinkommt, genau. Punkt wäre jetzt richtig toll. Stopp! Ja, scheiße, hört mich ja nicht. Ja, das könnte was werden. Das gibt natürlich jetzt Pfennigschlag im Kran, aber das ist hier sicherer, als wenn er nach oben was ist. Jo, und meiner. Siehst du, da ist meine. Vorsicht, jetzt kommt er noch gleich ein bisschen auf ihn zu. Jetzt nicht mehr. Mit Absicht ein bisschen runtergegangen. Okay, fahr den Korb weg. Ja, und meiner. In der Ruhe liegt die Kraft. Wenigstens einer wissen, was er tut, dann kannst du da oben auch ruhig einen Unerfahrenen haben, selbst ohne Funk. Das ist eigentlich ist Baumfällung nur Physik. Eigentlich total einfach, wenn man ein bisschen die Physik beherrscht. Uns rennt ein bisschen die Zeit weg. Die rennt uns ein bisschen weg. Liegt einfach daran, das Stück da, gut, das ist 2,5 Meter lang plus das Ding oben, war gerade Grenze Kran. Wir wollten es ursprünglich in 1 nehmen, wir mussten dann in 2 nehmen. Das heißt, wir werden den in 3 nehmen müssen. Das hält auf. Aber wir stehen halt eben ganz schön weit weg und es ist ganz schön im Saft. Und es ist Esche, ist also auch so nicht ganz so leicht. Boah, das ist gerade echt so ein bisschen, ich hätte den gerne in 1 genommen, ne? Aber das funktioniert nicht. Ich bin am überlegen, ob ich es riskiere, ihn in 2 zu nehmen.
Aber ich will das Auto nicht umschmeißen. Wir haben nichts im Container drin, ne? Das ist das Problem. Ne? Ich nächstes Mal wieder Brechsand rein oder irgendwie so. Gut. War gut, 68%. Das reicht. Also tendenziell ja, vögel ich den gerne bis ans Limit, aber nur wenn er rückwärts oder vorwärts steht, weil dann kann er nicht umkippen. Seitlich ist das doof. Da haben wir in letzter Zeit zu oft mal die Beinchen hoch gehabt, das weiß ich nicht. Bevor man die Kohle auf die Seite legt. Um die letzten Stammstücke, wir müssen den doch zu drei machen. Das eine Stück, was da, okay, liegt dahinter. Es war auch wieder so 68% und ich muss es ja da hinten hinlegen. Dann wird es eher immer tendenziell an 90. Das heißt, wir müssen tatsächlich kleiner picken. Nervt mich ganz offen, aber ja, was willst du machen? Wir können das Auto nicht umschmeißen. Ja, würde ich auch sagen. Ich muss es handeln können, leider. Den Schluss nicht vergeigen. Wir bauen gerade den Hulk ab. Der Baum hat uns bis zum Schluss gequält. Sieht immer total klein aus, ne? Aber das war jo. Warum war das jo? Also, hier habe ich das erste Mal durch einen gelben Weidezaun-Isolator gesehen. Da ist die Schraube zu erkennen. Da bin ich durch und sogar durch den Kopf durch. Da war die erste Kette Fratze. Dann haben wir nochmal angesetzt und lasst genau 1, 2, es war noch einer genau dahinter. Dann seht ihr hier alles Blaueisen. Also wir haben ein paar Mal da auch nochmal. Wir haben ein paar Mal in Eisen gesessen. Also wir haben jetzt alle Sägen stumpf. Alle Sägen stumpf. Deswegen sieht der Fallcap auch so verschnitzt aus. Ist manchmal so, ne? Bei diesen ehemaligen Koppelbäumen, ehemaligen Weidebäumen. Ne? Nägel sind teuer, da haben sie früher. Oder Zaunpfosten sind teuer, da haben sie früher einfach Nägel in die Bäume gekloppt. Gut, wir bauen ab, pusten alles sauber, reiten los, nützt ja nichts. Ja, ihr Lieben, keine schöne Baustelle, wie man gesehen hat. Ich wollte euch das Video trotzdem nicht vorenthalten. Auch bei uns sieht es manchmal aus wie bei Amateuren, ne? Wenn man dagegen das Kiefern-Video sieht mit Kai, wo wir Funk hatten, wo wir ja einen Erfahrenen in der Bühne hatten, wo wir auch durchsprechen konnten, wie wir was vorhaben. Da sieht das halt ganz anders aus, ne? Da dreht sich nichts weg, da ist immer genug Vorspannung drin, da konnten wir reden, geht der Schnitt offen, geht der Schnitt zu. Letzten Endes auch Kai, viel Erfahrung mit Kranfällungen, ne? Wir haben ja auch den Sturmschaden zusammen weggemacht, Kai und ich, die große Eiche, ne? Gefahr im Verzug heißt das Video, da waren Kai und ich auch noch nicht so aufeinander eingespielt, das war unser erstes Mal zusammen mit dem Kran, hat trotzdem gut geklappt. Es ist ultra schade, dass das Material verloren gegangen ist mit dem lieben Reto aus der Schweiz, weil das waren seine ersten Kranfällungen, als der Hulk damals neu war, wir kannten uns mit dem Hulk noch nicht aus, Reto war hier, hatte noch nie eine Kranfällung gemacht, trotzdem ist alles super smooth, super toll gelaufen, weil wir viel miteinander geredet haben, weil Reto echt Ahnung von Physik hat und das alles schön angepickt hat, dass lange gerade wegwachsende Äste auch schön ausbalanciert waren, wie man das sonst aus den Videos von Hauke und mir kennt, ne? Dass schön ausbalanciert ist, dass wir teilweise Äste aufgestellt haben durch einen großen, weit offenen Fallkerb. Ne? Ihr kennt das auch von meinem Pappel-Video damals mit Bennett und so. Ne?
Also es ist schon ein Unterschied, ob du A, Funk hast und B, jemanden da drinnen stehen hast, den du kennst. Markus sollte das eigentlich alles kennen. Der war schon 764 Millionen und dreimal dabei. Natürlich bespricht man auch da immer alles. Und Reto zum Beispiel lernt mit den Augen. Ne? Reto kennt das sonst nur von unseren Videos oder kannte es nur von den Videos, wusste trotzdem ganz genau, wie er schneiden muss, wie man was ausbalanciert, wo der Schwerpunkt ist. Ja, da merkt man einfach, ne, da ist Interesse dahinter, da ist, sehen, also klauen mit den Augen, sage ich immer, ne, dieses Verstehen mit den Augen, ne, warum machen die was, wie hängt das alles zusammen und so. Marcel war jetzt das erste Mal dabei, es war sein, weiß ich nicht, dritter Arbeitstag oder so, also da kann man das eigentlich nicht erwarten. Ne, dass da jemand das schon so kann. Aber er hat sich getraut, was ich gut finde, weil er ist ein bisschen leichter als Markus. Das heißt, die Bühne kommt weiter raus. Boah, das ist... Aber es war ein Auftrag. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Das Auto war ein paar Mal echt am Ende. Wir konnten nicht über die Vorspannung reden. Wir konnten nicht über Gewichte reden. Also das mache ich nie wieder. Ne? Wir haben unser Stilsystem jetzt fertig. Die Helme sind fertig foliert, die habe ich abgeholt und so. Heute ist Samstag, also das verlängerte Wochenende Samstag, wo ich eigentlich auf Jagd sein wollte, wo ich jetzt gerade hier sitze und dieses Video schneide. Und ab Montag sind dann die Helme mit Funk, die neuen Grünholzhelme mit dem Stielfunk im Einsatz. Es geht nicht ohne Funk, ne? Das ist mir alles zu gefährlich. Ich werde bei solchen Aufträgen zu alt, ne? Also meine Nerven machen das einfach nicht mehr mit. Es geht zwar immer alles gut und ich versuche dann eben auch mit dem Kran das dann wegzudrehen oder so, dass ich sage, okay, es schlägt lieber in den Kran ein, wie dass der Mensch irgendwie was abkriegt oder so, ne? Material kann man ersetzen, Menschen nicht, aber es ist letzten Endes so, das Material kostet auch Geld und wenn es kaputt ist, fällt es aus und so eine Geschichten, also es ist auch irgendwie doof, es muss einfach, ja, besser werden, ne? Es muss wieder so funktionieren wie sonst auch, ansonsten, ja, wie gesagt, halten das meine Nerven einfach nicht durch und das ist natürlich auf Dauer einfach ein zu hohes Risiko und ich bin kein Freund von Risiko, ne? Ich mag, wenn es groß ist und spektakulär und so, ja, und ich mag auch ans Limit vom Kran gehen und so eine Geschichten, aber eben immer nur unter dem Aspekt, dass es auch sicher ist und dass ich mich da wohl bei fühle. Und bei dieser Baustelle muss ich ganz offenkundig sagen, habe ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt. Ne? Überhaupt nicht wohl. Wie gesagt, das fing am Anfang schon an, die Geschichte mit dem Nachbarn. Ich will da jetzt gar nicht drauf rumreiten. Ihr habt gesehen, der eine Stein, der war locker drin, aber ihr habt auch an den Erdablagerungen gesehen, ne? Also an diesen Pfützenablagerungen, dass das garantiert nicht erst seit gestern versackt ist, sondern wenn da so eine Kuhlen sind und da Pfützen stehen und sich da dann die Erde ablagert und da die Erde in diesen Kuhlen liegt, dann ist das nicht erst seit gestern krumm. Aber da sind wir wieder beim Thema diskutieren nicht, ne? Da kriegst du nur Ärger und Theater mit, dann heißt es, der Mertens fährt was kaputt und hat hinterher nicht mal den Schneid, das wieder vernünftig zu machen. Das heißt, diese Woche wird das da auch von uns neu gepflastert. Es lohnt sich nicht, sowas über die Versicherung laufen zu lassen. Ich habe 1.000 Euro Selbstbeteiligung. Für 1.000 Euro können sich die Jungs da auch mal eben schnell einen Tag hinstellen mit mir zusammen und das einmal ausbessern, also hochnehmen, neu ausrichten, die Kannsteine neu setzen, die auch nicht von uns krumm sind und die auch nicht in Beton gesetzt sind, aber egal, weil wenn das nämlich alles vernünftig gemacht worden wäre mit Beton und Rückenstütze und so, dann kann man da auch mit dem Hulk drüber fahren, selbst über so einen Weg. Wir können ja auch mit dem Hulk über einen Fußweg fahren und Fußwege sind ausgelegt für 2,8 Tonnen. Und trotzdem passiert da nichts, wenn wir dann mit dem Hulk drauf fahren. Ne? Also, naja, egal. Wie gesagt, diskutier nicht. Da verlierst du nur bei. Also, wir machen das neu. Super. Ich glaube letzten Endes, dass der Nachbar angepisst ist, weil er wollte seine Erlen da mit eingekürzt haben. Er meinte, wenn ihr schon mal da seid, könnt ihr mir die Erlen einkürzen. Das wäre ja für uns mit dem Kran nur 10 Minuten Sache, dass wir dazu den Kran einmal komplett abbauen müssen, die Bühne rausschaffen müssen, die Bühne dann neben dem Kran aufbauen, den Kran wieder aufbauen. Also es wäre ein Job von ja, circa 2 bis 3 Stunden gewesen. Das Holz hätten wir auch nicht zu ihm legen dürfen, die Äste auch nicht, weil er wollte das alles dann zu unserer Kundin rüber haben und sich das da wegholen. Das heißt, wir hätten es auch noch klein schneiden müssen. Dann bist du eher bei 3 bis 4 Stunden. Für das Ganze hat er mit 200 Euro geboten. Da habe ich ihm höflich zu verstehen gegeben, dass ich das nicht für 200 Euro machen kann, weil das wäre umgerechnet 50 Euro die Stunde. Dafür steht da ein bisschen zu viel Equipment. Da wurde er dann, wie gesagt, da sagte er dann so von wegen, alles andere wäre ihm eben zu teuer. 200 Euro wäre ihm das wert, diese 3 Erlen da runter zu kriegen, runter zu schneiden, runtergeschnitten zu haben.
Und wir hätten ja außerdem eben auch seinen Weg kaputt gefahren und den möchten wir dann doch jetzt bitte wieder in Ordnung bringen. Ja, schade drum. Wirklich schade drum. Sonst ein ganz netter Mensch. Sonst ein ganz netter Mensch. Ich will da, wie gesagt, auch keinen Ärger und keine Diskussionen. Von daher, wir machen ihm seinen Weg in Ordnung. Dann ist er hoffentlich zufrieden. Seine Erlen bleiben stehen, weil für 200 Euro geht das nicht. Ja, und so hat man dann wieder Lehrgeld bezahlt und ist beim nächsten Mal schlauer. Also erstens, dass man Überfahrplatten mitnimmt und auslegt, wenn das so eng ist. Zweitens, dass man vorher dokumentiert und nachher dokumentiert, so wie wir das früher sonst auch gemacht haben. Ja, und drittens, dass einige Leute nett sind, aber eben, dass man ja nett auch ja, nicht mit gutmütig verwechseln darf. Also wie gesagt, ganz netter, umgänglicher Mensch sonst, aber eben sehr bestimmt, was da seinen Weg angeht. Diesen Zeitungskasten, diesen Holzkasten, der da am Zaun geschraubt war, das war eben nicht das große Problem, sondern ihm ging das um seine Pflasterung und die machen wir dann jetzt halt neu, ist dann so, ist ungefähr ein Tag Arbeit. Ja, c'est la vie. Wie gesagt, mich schockt in letzter Zeit nichts mehr. Ich sage immer so schön, es kostet einfach immer nur Geld und Zeit, solange wie eben niemand verletzt wird und es nur mit Geld und Zeit wieder zu reparieren ist, egal ob Maschinen, Wege oder sonst was. Bin ich mittlerweile schon glücklich. Ich hoffe einfach, dass wir den Sommer mit einem blauen Auge überstehen und ich hoffe dann auf eine gute Saison. Es ist im Moment, wie gesagt, egal mit wem ich rede, bei allen relativ ruhig. Gut, bei einigen wenigen ist es extrem stressig, selbst bei einigen Betrieben aus unserer Branche. Ich habe jetzt noch wieder Besuch gehabt vom lieben Stefan aus Ratingen, ne? Firma Westphal. Wir haben uns den Hulk zusammen angeguckt, ein sehr schönes Gespräch. Also ich glaube, wir haben fast 4 Stunden dann gequatscht und Erfahrungen ausgetauscht und so. Und die haben tatsächlich mittlerweile 2 Magnis, 2 Fellkräne im Einsatz und 2 Feller-Trucks, also mit Holzkran und Mulde. Also wirklich auch groß gewachsen die letzten Jahre, effektiv geworden, schlagkräftig geworden. Waren schon immer, wie gesagt, sehr, sehr gut, aber eben eher, ja, eher klein, aber mittlerweile auch über 30 Bühnen am Laufen und so. Also sind die letzten 5 Jahre auch extrem gewachsen. Ich freue mich für sie, weißt du, ich freue mich, weil es, wie gesagt, sind nette Menschen. Ja, und so hat man eben jeden Tag irgendwie sein Schüppchen zu tragen, hätte ich fast gesagt. Ich lasse mich davon mittlerweile, ja, versuche ich mich nicht mehr beeinflussen zu lassen. In ein paar Videos jetzt wird Anna Caroline noch zu sehen sein. Wir haben zusammen noch Pflanzen abgeholt und dies und das. Aber wir haben uns dieses Wochenende getrennt. Wir wollten das zuerst nicht an die große Glocke hängen, aber ihr werdet es ja früher oder später sowieso erfahren. Wir haben uns tatsächlich, so blöd wie es immer klingt, im Guten getrennt. Wir haben einfach gemerkt, Fernbeziehung und unsere beiden Leben. Sie mit Pferden und Feuerwehr, ich mit der Firma und dann 200 Kilometer dazwischen ist nicht kompatibel. Wir haben das eben versucht, aber ja, es klappt einfach nicht. Ich arbeite zu viel, sie arbeitet zu viel. Wir führen 2 grundverschiedene Leben. Dazu kommt noch die Entfernung. Hat einfach nicht sollen sein. Wir finden es beide schade, aber es ist für uns beide der bessere Weg. Wir wollen uns da nicht gegenseitig im Weg stehen. Gut, ein bisschen traurig ist es. Wir haben halt auch noch guten Kontakt. Sie steckte ja auch tief in der Firma mit drin, wie ihr wisst. Und es ist auch ein Stück weit ihr Verdienst, dass das alles jetzt so ist, wie es ist und auch der Verdienst ihrer Eltern. Von daher, wir werden da weiter Kontakt halten, aber es ist halt nicht genug für eine Beziehung. Es klingt immer so blöd, wenn man sagt, lass uns gute Freunde bleiben, aber wir haben das tatsächlich schon vor geraumer Zeit gemerkt, dass da ja eigentlich kein Platz für eine Beziehung ist zwischen 2 Leuten, die beruflich so eingespannt sind und dann dazu noch die Entfernung. Also, jetzt ist es raus. Ja, und wir sehen uns dann am Mittwoch wieder. Wie gesagt, noch 1-2 Videos mit Anna Caroline und dann bitte nicht wundern, dass sie in den Videos nicht mehr vorkommt.